So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Breath of the Wild, das letzte Mal haben wir ein Haus gekauft und ein paar Crocs gefunden und das Haus etwas eingerichtet und ganz viel Geld verloren. Naja, was heißt verloren? Eben halt nicht verloren, sondern in Hausutensilien umgeändert. Und jetzt sind wir zurück zum Zora-Dorf gegangen, damit wir uns hier endlich mal um die Probleme der Zoras kümmern können. Wir können jetzt gleich mal das Zora-Schwert. Oh, oh, komm her! Gleich mal das Zora-Schwert hier mitnehmen. Wir haben ja eh gerade einen Waffenplatz. Einen Waffenslot-Platz. Da kannst du auch gleich mal ausrüsten, denn das kriege ich hier ja immer, immer, immer wieder. Und es passt zum Gebiet. Okay. Dann reden wir doch mal mit den verschiedenen Leuten. Guten Tag. Bist du ein Julianer? Gut beobachtet. Ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Amui. Ich bin die Sekretärin der königlichen Familie. Ist dir diese Statue der großen Mifa aufgefallen? Jetzt ja. Ach so, der guckt sowieso hin. Ich hoffe, es ist nicht zu anmaßend, wenn ich dich in dieser Form belehre. Diese Statue bildet die große Mifa ab, die einst der Recke der Zoras war. Sie war wunderschön und herzensgut. Durch das Auflegen ihrer edlen Hände heilt sie die Wunden der Krieger unseres Dorfes, so sagt man. Die Krieger von damals sind mittlerweile alle gebeugte Greisen. So kommt es, dass die Alten in unserem Dorf Mifas am glühendsten verehren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du sie ja selbst dazu befragen. Was ist? Onkel, du siehst aber komisch aus. Ich bin ein Hylianer. Ein Hylianer? Sowas sehe ich zum ersten Mal. Kommen Hylianer von ganz weit weg? Dann hast du vielleicht auf dem Weg meine Mama gesehen. Sie heißt Dedur. Nein, ich habe Dedur nicht gesehen, nur Amol. Was? Seit das Wassermonster wild geworden ist sie verschwunden. Naja, ich bin ziemlich sicher, sie wird bald wieder nach Hause kommen. Guten Tag. Wer bist du? Ein Hylianer. Oh, Hylianer kommen doch von weit her, oder? Ja, das ist richtig. Ach, nichts. Papa hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Okay. Willkommen. Guten Tag. Willkommen im Marotmarkt. Das hier ist der Krämerladen Korallenriff und weiter hinten ist die Schmiede Hammerhai. Oder kann ich dir sonst irgendwie helfen? Paromarkt? Moment, ich muss kurz Hilfe. So. Jopp. Der Name gehört zum Krämerladen und zur Schmiede. Maromarkt oder Marottmarkt. Ich bleib bei Maro. Maro ist schön französisch. Maromarkt, Maromarkt, der Kleinpreis hält im Dorf der Zoras. Tada! Na, wie gefällt dir mein Werbeliedchen? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Krämerladen? Unser Krämerladen gibt es schon seit über 100 Jahren, ein traditionsreicher Familienbetrieb. Kleff, der Chef, ist immer ganz ernst. Seine kleine Schwester Tonja hingegen schwärmt Tag und Nacht von Prinz Sidon. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Schmiede. Dento, der Schmied, ist mein Opa. Er hat seinerzeit die Lichtschublanze der großen Mifa in Schuss gehalten. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nope, ich guck mich um. Mach's gut. Hallo. Ja. Das ist mein Laden, Korallenriff. Ich biete Spurtpfeilchen an, die sich vielleicht schneller machen, wenn du dich richtig verarbeitest. Wenn du sie richtig verarbeitest. Ich habe auch Pfeile im Angebot. Such's dir einfach am Tisch aus. Oh. Oder möchtest du vielleicht etwas verkaufen? Nur kurz vom Preisen her mal wieder unter, vergleichen, aber das ist immer das Gleiche, ne? Ja. Brauchst du noch etwas? Was gibt's hier? Weiß ich schon, wie läuft der Laden? Nicht schlecht. Ach, wem mache ich was vor? Es läuft nicht so besonders in letzter Zeit. Ich biete in erster Linie Waren für Reisende an, aber es kommen seit einiger Zeit nicht mehr besonders viele. Oh je, wenn das so weitergeht, muss ich zumachen. Wieder Rüstungsladen. Brauchst du noch etwas? Nein, alles gut. Das hier sind also... Ah, okay. Steinsalz kann ich kaufen. Eispfeile kann ich kaufen. Eispfeile kann ich kaufen. Und normale Holzpfeile kann ich kaufen. Außerdem eine Glutforelle, eine Frostforelle und Hyrule-Reis. Nehmen? Oh, Entschuldigung. Ein Gorone! Wir haben noch nie einen Gorone gesehen in dem Spiel. Hallöchen!
Hallo. Du bist ein Hylianer, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Zidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne eine gewischt zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Zidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. Naja. Hier ist also die Schmiede, ja? Okay. Ja, das... Wenn du sonst nichts zu tun hast, können wir uns gerne etwas unterhalten. Wo kommst du her? Aus Goronia. Das ist eine Stadt auf dem Weg zum Todesberg. Dieses Dorf der Zoras ist schon beeindruckend. Hier kommt das Wasser von überall. Hast du sonst noch Fragen? Todesberg? Wie? Du hast noch nie vom Todesberg gehört? Das ist der riesige Vulkan, den man bei klarem Wetter von überall in Hyrule sehen kann. Für uns Goronen ist es am Todesberg ganz lauschig. Da gibt es so viele Steine, dass man immer was zu essen hat. Hast du sonst noch Fragen? Du isst Steine? Ja klar, Steine schmecken super. Naja, bis auf harte Edelsteine. Daran beißt man sich die Zähne aus. Die sind nur zum Verkaufen gut oder man lässt sie beim Schmied verarbeiten. Oh oh. Hast du sonst noch Fragen? Wo kommst du her? War eigentlich geklärt, ne? Ja, haben wir ich bin doof. Wiedersehen. Bis später. Oh nein, ich brauche die Edelsteine für den Schmied. Nein! So, so, der Hylianer, wegen dem wir unsere Mifa verloren haben, läuft also hier herum, als wäre nichts. Was willst du hier? Wo sind wir hier? Waffenschmiede. Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen? Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonienlanze. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht herzukommen. Jetzt hau schon ab. Okay, ich dachte jetzt, wir können hier vielleicht unsere Materialien und so, aber Gott sei Dank in dem Fall dann noch nicht. Gut, er mag mich nicht sonderlich. Ja, hi. Gehen wir nochmal zum Anfang des Dorfes zurück, dass ich nichts verpasse. Ah, wir kennen uns doch. Wir haben uns am Zorafluss getroffen, weißt du noch? Ich bin's, Letogan. Du warst dann einer von ganz vielen, die mich angequatscht haben. Danke, dass du gekommen bist. Aber genug geredet. Wärst du so freundlich, König Dorifan aufzusuchen? Gleich. Erst quatsche ich mit allen. Wenn du den Prinzen suchst, geh einfach zum Thronsaal. Ja, ich würde erst mit allen quatschen. Danke. Nanu? Was? Link! So wahr ich hier stehe, du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Ich bin's. Taribon. Du hast mir als Kind das Schwimmen beigebracht, weißt du nicht mehr? Weiß ich nicht mehr, aber ich sag mal, da war was. Naja, das ist ja auch 100 Jahre her. Ich bin jetzt 130 Jahre alt. Aber für einen Hylianer scheinst du absonderlich lang zu leben. Vater, du bist doch jetzt im Dienst. Tja, ich kann gerade einfach nicht anders. Weißt du noch, unser Anführer Basu und Joada, der Wildfang? Mein Vater Molden ist zwar nicht recht alt geworden, aber es geht ihnen allen so weit gut. Nur von den Alten des Dorfes solltest du dich besser fernhalten. Aber was rede ich da? Sicher hast du andere Sorgen. Anscheinend haben wir irgendwas mit Mifa zu tun gehabt damals. Na gut. Sicher hast du andere Sorgen, ja. Du warst vermutlich auf dem Weg in den Thronsaal, oder? Lass dich nicht aufhalten. Tu ich nicht. Mein Vater ist deinetwegen irgendwie ganz aufgeregt. Naja, egal. Hylianer, hm? Schön, dich kennenzulernen. Mein Name lautet Dumya. Bist du eine von... Link stellt irgendwie echt komische Fragen. Was dagegen? Wie alt bist du? So etwas fragst du eine Dame? Unter 100, das ist alles, was ich dir sagen werde. Und so viel dürfte dir ja wohl auch klar gewesen sein. Oder hörst du etwa diesen Sonnenbarbaren-Sprachtick bei mir, den die Alten alle haben? Im Dorf der Zoras wird jedenfalls gerade ein Hylianerkrieger gesucht. Neres kann dir König Dorifan erzählen, den du weiter drinnen findest. Ja, ja, gleich. Gehen wir mal hier hoch. Das war ja viel. Ach so. Ach so. Ups. Da will ich jetzt eigentlich nicht runtersegeln. Da liegt was. Was liegt da? Vogelnuss. Ja, warum auch nicht?
So, dann haben wir den Weg abgelaufen. Dann laufen wir noch den anderen Weg ab. Da 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 da. Da 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 da. Okay. Habe ich die eigentlich schon fotografiert? Ja. Ah, hier steht jetzt mal jemand. Hurra. Tut mir leid. Würdest du mich bitte in Ruhe arbeiten lassen? Okay. Kann ich eigentlich Zoras fotografieren? So als... Nein, okay. Gut. Ja, ja. Brüll doch nicht immer, wenn ich komme. Ich bin doch da. Hier ist wohl was zum Schlafen oder so. Ich grüße dich. Willkommen im Fischkämmerlein, dem Zora Gasthaus der Sonderklasse. Ah, Linlin. Linlin, bist du das? Linlin? Ja, ohne Zweifel, das ist Linlin, wie er leibt und lebt. Lange nicht gesehen, altes Haus. Hat dich also damals nicht die Verheerungarnung erwischt, so wie Mifa? Wo hast du denn dann die ganze Zeit gesteckt? Was hast du getrieben? Oh, Entschuldigung, ich tobe hier rum wie ein Kind. 100 Jahre ist das alles her, was? Ich glaube, wir haben uns beide viel zu erzählen. Komm doch nochmal vorbei, wenn du Zeit hast, ja? Ich hab Zeit. Da war ich für etwas in Gedanken versunken. Kann ich dir helfen? Mifa? Was? Aber Linlin, hast du etwa Mifa vergessen? Mifa war unsere Prinzessin, die Tochter von König Dorefan und damit Silons Schwester. Sie hatte die Kraft, Wunden zu heilen und war der Recke der Zoras. Vor 100 Jahren steuerte sie den Titanen Varuta im Kampf gegen Ganon. Und dann, nun ja, was letzten Endes mit ihr geschah, weißt du besser als wir alle. Hast du sonst noch Fragen? Wer bist du? Also echt, Linlin? Hast du mich wirklich vergessen? Ich bin Skodal. Es tut mir so leid, was ich damals zu dir gesagt habe, du weißt schon. Ich oder Mifa, du musst dich entscheiden, das war nicht sonderlich fair von mir. Aber das... Jetzt bin ich mit Kaiden verheiratet, ich bin sogar Mutter, kannst du dir das vorstellen? Vielleicht hast du meine Tochter schon gesehen, sie heißt Fine. Wer ist Linlin? Den Spitznamen habe ich dir vor 100 Jahren gegeben. Klingt doch süß, oder? Keine Sorge, ich weiß, dein richtiger Name lautet Link. Als Recke von Hyrule hast du zusammen mit Mifa gegen Ganon gekämpft. Die Alten im Dorf hegen heute noch einen Groll gegen dich, den Hylianer, der unsere Mifa genommen hat. Aber wie wir, die dich damals gut kannten, sehen das nicht so. Du und Mifa, ihr seid Helden. Ihr wart die Recken, die die sogenannte große Verheerung aufgehalten haben. Okay, wiedersehen. Bis später. Manno. Mama versteht mich einfach nicht. Ich will am Ufer der Träume einen Brief losschicken. Aber sie meint, wegen des Wassermonsters sei es zu gefährlich. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Naja, irgendwie ja schon. Brief? Wenn ich meinen Brief im Zorafluss auf die Reise schicke, bekomme ich auf jeden Fall eine Antwort. Wir sind... Wer wird mir wohl antworten? Ich wünschte, ich könnte ihn treffen. Gibt es sonst noch etwas? Ufer der Träume? Das Ufer der Träume liegt am Zora-Fluss, wenn man dort einen Brief ins Wasser wirft und eine Antwort erhält. Dann findet man einen Freund fürs Leben, so heißt es zumindest. Gibt es sonst noch etwas? Wer bist du? Ich heiße Fine. Hörst du, Fine? Die anderen Mädchen sind alle ganz verrückt nach Prinz Sidon, aber das ist doch Unsinn. Ich finde Leute von außerhalb viel spannender, die Welt ist doch so groß. Okay, nein, mehr gibt es gerade nicht. Gut, bis dann. Kann ich das Ding selber nutzen? Nein, anscheinend nicht. Okay. Hallo. Ach, die ist bis hierher gelaufen. Ich dachte, es ist jetzt jemand anders. Ja, never mind. Das ist das Fischkämmerlein. Hä, was? Du bist Link, von vor 100 Jahren. Oh, Arbeit, Arbeit. Willkommen im Fischkämmerlein, dem Zora-Gasthaus der Sonderklasse. Eine Übernachtung für eine Person? Nein. Für eine Nacht im Wasserbett der Glückseligkeit berechnen wir 80 Rubel. Was? Glückseligkeit? Wie der Name schon andeutet, ist das Wasserbett ein mit Wasser gefülltes Bett. Ja, mich hat jetzt auch eher die Glückseligkeit interessiert, aber egal. Es passt sich der Form des Schlafenden an und verfügt zusätzlich über eine kühlende Sonderisolierung. Mit gewöhnlichen Betten ist es mitnichten zu vergleichen, so etwas finden Sie nur hier. Haben Sie sich schon besonnen? Wofür entscheiden Sie sich? Ja, weder noch. So soll es sein. Bitte beehren Sie uns ein andermal. Okay.
Das war das. Die hatten wir schon. Dann haben wir jetzt noch hier die beiden Wege nach oben. Aber ich glaube, die führen beide zum Thronsaal. Richtig, richtig. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Noch so ein Alter, der keinen Bock hat. Kira! Okay. Mifa, sieh mich an. Hört meinen Schwur. Ich werde ja Maruta in Stücke schlagen. So wahr ich Segon bin. Der, den man einst den Feldwebel des Todes nannte. Hm. Was wird das? Nö! Du bist Link! Rache für Mifa! Nach 100 Jahren lässt du dich allzu wieder blicken. Ich, Segon, werde dich höchstwissentlich niederstrecken. Wovon redest du? So willst du mir allzu kommen. Oh nein, du wirst mich nicht täuschen, Recke Link. Du warst es, der Mifa vor dem Bösen in Person vor Ganon hätte beschützen können. Und was hast du getan? Versagt hast du. 100 Jahre ist es jetzt schon her. Oh Mifa, euer Verlust schmerzt mich jeden Tag aufs Neue. Dieses Mal. Niemand hier will deine Hilfe. Ich, Segon, Feldwebel des Todes, schwöre, zugleich es mein Ende bedeuten mag. Ich werde Elektropfeile auf Ruta hinabregnen lassen und das Unrecht gutmachen, das Mifa angetan wurde. Hast du verstanden? Dann hau endlich ab. Nö. Sehe ich nicht. Okay, hier geht's dann nach oben. Hey. Willkommen. Wir suchen im Dorf der Zoras gerade nach einem Hylianer wie dir. Du solltest zugleich nach oben gehen. Dieser Hylianer. Ich werde das Gefühl nicht los, ihn vor langer Zeit schon einmal gesehen zu haben. Mensch, haben wir uns ja sehr beliebt gemacht damals. So weit, so gut. So, so ein Besucher. Wie schön, dass sich dein Weg in das Dorf der Zoras geführt hat. Du bist doch Link! Der Hylianer, der vor 100 Jahren Mifa zwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sie der Verheerung Ganon anheimfiel. Dein Gesicht, als könnte ich es jemals vergessen. Du solltest wissen, die Alten, die Mifa verehren, sprechen deine Namen mit Abscheu aus. Doch ich bin der Meinung, nun soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link. Ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nun in geruhsamer Zurückgezogenheit. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lass es mich wissen. Okay. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Okay, daran muss ich denken. Das hat jetzt keine Quest ausgelöst. Daran muss ich also so denken. Na, vielleicht erinnere ich mich dann ja rechtzeitig daran. Hahaha. Oh. Oh, oh. Wir kennen uns doch von der Ingogo-Brücke. Da du jetzt hier bist, nehme ich an, du hast Prinz Sidon dann doch gefunden. Aber egal, jetzt solltest du erstmal zum Thronsaal gehen. Hör dir einfach an, was König Dorifan zu sagen hat. Ja, wenn wir alle hier durch haben. Zumindest wenn ich denke, dass ich alle hier durch habe. Sagen wir es so. Oh. Geschichte des Volks der Zoras, 7. Teil, die Sage vom Helden, der den Leunen bezwang. Niedergeschrieben von Dorifan, König der Zoras. Lange ist es her, da trieb ein Leune auf dem Donnerhor sein Unwesen und Angst und Schrecken. Doch dann kam ein Hylianer, dem es gelang, die Bestie zu überlisten und dem Dorf den Frieden zurückzubringen. Moment. Ah! Der Zora-Helm, den er dabei trug, wird seitdem in einem Heiligtum nahe des Totems, nahe des Todsees vielleicht auch, im Norden des Dorfes verwahrt. Lobpreiset die tapferen Taten des Helden Link. Die Schrift ist arg verwittert, das kann man ja kaum noch lesen. Okay, wir haben also schon diesen Helm und was hatten wir noch gelesen? Irgendwas anderes hatten wir auch noch gelesen. Was machst du da? So, ein Fremder. Auf diesem Gedenkstein hat König Dorifan die Geschichte unseres Volkes aufgeschrieben. Ich möchte den Inhalt in einem Buch zusammenfassen, deshalb lese ich mir das alles nochmal durch. Harte Arbeit. Link! Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen.
Du bist der Grund, aus dem wir unsere geliebte Mipha verloren haben, und sowas schimpft sich Recke der Helianer. Eins solltest du wissen, Bursche, wir werden dir nie verzeihen. In 1000 Jahren nicht. Ich weiß von nichts. Du glaubst also, damit ist getan. Nicht nur habt ihr Helianer damals vor 100 Jahren darin versagt, diese Pest von Garnon zu entsorgen. Ihr habt uns auch noch Mipha geraubt. Das werde ich euch Helianer nie verzeihen. Solange ich lebe nicht, hörst du? Ja, Mensch. Wir sind ja richtig willkommen hier bei den Alten. Okay, das war der hintere Teil. Ist jetzt Fine bis hier hochgelaufen? What the fuck? Bei mir ist das anders, aber Kinder wie du gehören um diese Zeit ins Bett. Fine, please. Da fuck. Ach, dich hatte ich noch in der Nähe des Zora-Flusses getroffen. Du hast es also tatsächlich bis hierher geschafft. Ich bin Tone und gehöre dem offiziellen Prinzidon-Fanclub an. Ach, wenn ich an Prinzidon denke, kann ich nachts nicht schlafen. Okay. Gut, hier waren wir schon. Ach, hier ist wieder so eine Statue der Göttin. Können jetzt eh nichts machen. Dann gehen wir mal noch hier die Treppe hoch. Ah, hier ist noch jemand. Hallo. Oh, du bist es. Erinnerst du dich nicht an meine Wenigkeit? Ritt, ich stand auf dem Turm, wo Prinz Sidon mich zurückließ. Mir gelang es nicht, den Prinzen auf mich aufmerksam zu machen. Also fasste ich mir irgendwann ein Herz und sprang kopfüber in den Zora-Fluss. So kam ich hierhin zurück. Als ich beim Springen mein eigenes Spiegelbild auf der Wasseroberfläche sah, da habe ich mich verliebt. Verliebt? Du hältst mich sicher für verrückt. Aber die Gestalt eines Springenden, der in die Tiefe rast, es gibt nichts Schöneres. Seitdem verbringe ich den ganzen Tag mit der Suche nach schönen Sprungklippen. Wenn du die Fähigkeit hast, Wasserfälle hinaufzuschwimmen, dann möchte ich dich auch springen sehen. Was passiert, wenn wir jetzt hier springen? Findet ihr das dann cool oder ist das einfach jetzt meine Interpretation eines Gimmicks, das man hätte einbauen können, aber nicht eingebaut wurde? Hui! Na, war das cool? Oder eher nicht so? Er reagiert zumindest nicht. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder hoch? Oh, da ist eine Truhe. Oder? Ja, da ist eine Truhe. Cool. Silberner Rubin. Yay. Mehr Geld. Geld ist wichtig. Achso, ich könnte hochklettern. Ja, gut. Ja gut, das könnte ich tun. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu holen? Oh, was ist das da drüben? Da drüben ist noch was. Scheint mir. Ach, hier ist auch ein Eisenhammer. Also die Dinge gibt es wirklich überall. Das ist schon mal sehr praktisch. Was ist das? Ach, ist das ein Aufzug? Ah! Just what I needed. Ach nee, ist eine Leiter. Okay, aber ist auch, was ich brauchte. Lel. Ganz so modern sind wir dann noch nicht bei den Zoras. Ist okay. Man kann ja nicht alles haben. So, hast du gesehen, wie ich gesprungen bin? Hallo? Wie kann meine Wenigkeit dir weiterhelfen? Sprungklippen? Meine liebste Sprungklippe in letzter Zeit ist die Spitze des Donnerhorns. Das Kap der Prüfungen. Die Gestalt, die mir das Wasser
des östlichen Stausees beim Hinabspringen reflektiert, einfach umwerfend. Doch zu meinem Unglück lebt auf dem Donnerhorn ein Leune. Wenn du dem begegnest, kannst du dich von 2, 3 Rippen verabschieden. Hast du noch andere Fragen? Wasserfälle? Hinauf? Ohne fremde Hilfe können Hylianer keine Wasserfälle hinaufschwimmen, oder? Aber wenn du eine der Zora-Rüstungen anhättest... Oh. Welche die Zora-Prinzessin anfertigen könnte, selbst du das. Hast du noch andere Fragen? Das klingt ja voll cool. Wiedersehen. Deine elegante Körperspannung beim Sprung ins nass, kristallklare Nass. Ich brenne darauf, sie eines Tages bewundern zu dürfen. Was habe ich denn gerade ge... Dein Ernst? Na gut. Okay, ich spreng jetzt hier mal nix. Ah, okay, hier komme ich raus. Da will ich jetzt nicht hin. Da ist noch so ein Außenweg. Wie komme ich denn da eigentlich normal hin? Außer so. Wohin führt der? Wie lange nehme ich schon wieder auf? Okay, 26 Minuten. Ach, zu einer Kiste. Ja, Mensch. Finde ich gut. Yay! Bogentasche voll? Nein, sehr gut. Okay, aber jetzt gehen wir richtig zurück. Wobei, ja, nee, dann gehen wir den richtigen Weg hier. Das passt dann schon. Da 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 Entschuldigung, aber es dauert so lange. Das ist überhaupt kein langer Weg. What the fuck? Da ist der Stausee. Ah, das Gebiet an sich ist schon ziemlich cool, muss ich mal so sagen. Vielleicht ist in der Richtung ja auch nochmal eine Truhe. Dann hätte es sich zumindest gelohnt. Yes! Okay. Yay! So. Und wieder nach oben. Hurra. Aber gleich haben wir alles abgefrühstückt. Dann können wir uns im nächsten Part mit dem König unterhalten. Hier noch was? Oder hier geht's dann auch raus, ne? Hier ist dann die andere Seite, wo es rausgeht. Okay. Aber man sieht jetzt noch nichts von dem Titanen. Wo ist denn der Titan? Hoppala. Hoppala. Wo kletter ich denn schon wieder hin? Gut, aber nächstes Mal, dann geht's nach oben. Zum König und... Jetzt haben wir uns in dem Part erstmal im Zora-Dorf umgeschaut. Hat ganz schön lang gedauert, aber ich glaube, wir sind soweit durch. Erstmal... Danke fürs Zuschauen und tschüss.